Leon, ich finde großartig, dass du dieses Video gemacht hast. Und ich finde auch großartig, dass uns dieses Video jetzt von denen, die wir jetzt mal die andere Seite nennen, also die unter dem Einfluss der allgemeinen Medien stehen, zugeschickt wird. Ich betrachte, lass mich das so ausdrücken, Leon, dein Video als eine Art Brückenschlag. Eine Art Brückenschlag zu uns. Du willst uns im Herzen erreichen. Und ich darf dir für meine Person sagen, bei mir hast du das geschafft. Denn ich spüre, dass was du sagst, dass das ganz aus deinem innersten Herzen kommt und dass du wirklich dahinter stehst. Wir könnten jetzt davon sprechen, lass mich nur diese kurze Nebenbemerkung machen, dass Influencer-Marketing auch ein Produkt ist, das Agenturen ihren Auftraggeber anbieten. Und dann könnten wir jetzt auch über Summen sprechen. Also zum Beispiel könnten wir mal nachschauen auf Werben und Verkaufen, also w&v.de, was denn da so bezahlt wird für 15 Sekunden, wenn man 200.000 oder 100.000 Aufrufe hat. Du kennst diese Zahlen und du weißt, dass da auch Geld bezahlt wird. Und weißt du was, Leon? Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, dass du dafür bezahlt wirst, wenn das bei dir so wäre. Warum? Weil was gibt es Schöneres, als wenn man tatsächlich für das, was man im Herzen fühlt, auch tatsächlich dann noch Geld bekommen kann. Da habe ich gar nichts dagegen. Ich bin nämlich auch selbstständig und ich mache das Gleiche, nur als Kommunikationstrainer. Ich mache auch das, was mir Freude macht und kriege dafür Geld. Und genau das habe ich bei dir beobachtet. Darf ich denn jetzt mal auf so ein paar Punkte eingehen, die, ich sag mal, zur Ergänzung deiner Sichtweise vielleicht ein bisschen beitragen können? Schau mal, du hast ja sicher gehört, dass die alten Menschen sehr stark unter Einsamkeit leiden. Und du weißt, was Einsamkeit mit den Menschen macht. Und davon gibt es ja nicht nur 10 oder 20 oder 100, sondern davon gibt es ganz viele Menschen in Deutschland, die jetzt zu ihren Söhnen und zu ihren Töchtern gar keinen Kontakt mehr haben dürfen, die sie nicht mehr in den Arm nehmen dürfen, die ihre Enkel nicht in den Arm nehmen dürfen und das jetzt inzwischen seit 3 Monaten. Weißt du, dass das denen wehtut? Vielleicht hast du auch jemanden in deinem Umfeld, der das also auch so erfahren hat und vielleicht hast du das von dem gehört. Doch das ist nur eine Gruppe, von der ich sprechen möchte. Vielleicht eine Nebenbemerkung, diese Frage, die ich dir jetzt stelle, die kam mir heute früh, als ich aufgewacht bin, so, du kennst ja diese Phase kurz nach dem Aufwachen. Da habe ich nämlich überlegt, dass ich dir diese Frage stelle. Leon, wenn du zu so einer Risikogruppe gehören würdest, also ein bestimmtes Alter erreicht hättest, einige Vorerkrankungen, denn das und nur das ist ja die Risikogruppe, würdest du all diese Dinge, die wir jetzt gleich besprechen, würdest du die von den Menschen verlangen? Das ist meine Frage an dich. Einfach mal drüber nachdenken. Jetzt kommen wir zur zweiten Gruppe, das sind die Kinder. Wir hatten hier auf diesem Platz schon einige Beispiele dafür, wie schwer Kinder darunter leiden, unter der aktuellen Situation. Dass sie einfach einander nicht nahe kommen dürfen. Ich habe ein Bild gesehen, da dreht es mir den Magen rum, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine Kita. Da sitzen die Kinder in 1,50 Meter Abstand voneinander und dürfen nicht aufstehen und den anderen näher kommen. Weißt du, was da passiert mit den Seelen der Kinder? Oder wenn wir die Kinder in den Schulen betrachten, weißt du, wie denen Angst gemacht wird vor einem Virus, über den wir gleich nochmal kurz reden, und jetzt wachsen die mit der Angst auf. Weißt du, was die Psychologen, also diese Experten für Seelenlehre, was die sagen, wenn in früher Kindheit der Mensch mit Angst aufwachsen muss, was das mit ihm macht, auch über das weitere Leben. Das ist die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe sind die Menschen, die jetzt ihre OP verschieben mussten. Also denen wurde der Operationstermin verschoben. Und zwar sind wir schon weit jenseits der 1 Million. Schau mal, das sind so Zahlen, 1 Million, ja, was ist das schon? Ja, langsam. Nehmen wir mal an, also 10% wären ja 100.000, 5% sind 50.000. Nehmen wir mal an, nur 5% von diesen Menschen, deren Operation verschoben wurde, nur 5% werden jetzt vorzeitig daran sterben, an der Krankheit, die sie haben, sei es Krebs oder was auch immer. Dann hätten wir doch alleine nur in dem Bereich 50.000 Tote. Kannst du das nachvollziehen? Und wir sind noch nicht fertig, Björn. Wir sprechen jetzt von den psychisch labilen Menschen. Ich habe erst heute wieder Kontakt gehabt zu Claudia,
Name geändert. Sie hat mir, das habe ich hier vortragen dürfen, sie hat mir ihre Sichtweise zu der Situation dargelegt, wie sehr sie als psychisch labiler Mensch, man spricht da in der Fachsprache von Psychiatrieerfahrenen, wie sehr sie unter der aktuellen Situation leidet, unter diesem Social Distancing. Und ich weiß von einer Einrichtung, nur ein Beispiel, da ist schon im Ende März kam da mir zu Ohren von einer zuverlässigen Quelle in der Nähe von Augsburg eine psychiatrische Einrichtung. 4 Menschen haben sich das Leben genommen. 4 psychiatrieerfahrene Menschen haben sich das Leben genommen. Jetzt, wie viele solche Einrichtungen gibt es in Deutschland? Wollen wir das mal hochrechnen? Kannst du verstehen, dass wir uns Sorgen machen um diese Menschen? Und wir sind immer noch nicht fertig. Weißt du, wer mir am allernächsten geht, in mein Herz, das hängt ein bisschen damit zusammen, ich bin so ein bisschen religiös orientiert, ich glaube an unseren Schöpfer und dass das Eigentliche nach dem Leben erst auf uns wartet, die wirkliche Erfüllung in der Ewigkeit. Und da halte ich diese Phase kurz bevor wir sterben für die allerwichtigste im Leben eines Menschen. Und was passiert? Die Menschen müssen allein sterben. Die dürfen nicht mal mehr von ihren Liebsten besucht werden. Kannst du das nachvollziehen, Björn? Weißt du, es gibt noch so viel zu sagen. Jetzt habe ich noch gar nicht von den Arbeitslosen gesprochen und von den Selbstständigen, die ihre Existenz verloren haben. Das sind über hunderte, tausende Menschen, die davon betroffen sind. Und da werden wir dann auch mal die Zahl sehen, die da die Zahl der Selbstmorde oder der Selbstmordversuche. Also, das waren jetzt so ein paar Gruppen, die ich einfach zu deiner Ergänzung, zur Erweiterung einfach des Horizontes dir ans Herz legen möchte. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dein Video ansehe, dass das in deinem Herzen auch ankommt, was ich dir jetzt gesagt habe. Jetzt noch zum Abschluss, Björn. Stell dir vor, es kommt irgendwann mal raus, dass es tatsächlich so ist, wie die überwiegende Zahl der Experten international sagt, dass nämlich SARS-CoV-2 ein saisonaler Grippeerreger ist und nichts weiter. Und dann hieße das ja, Björn, dass all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass das für die Katz war. Dass dieses massenhafte Leid, was den Menschen angetan wurde, dass das alles nur für einen Eimer war. Stell dir das mal vor, das würde rauskommen. Wir wissen das ja nicht so genau, aber es gibt natürlich viele, die das auch genauer betrachtet haben. Aber lass uns noch über eins sprechen, nämlich das Thema Impfen. Weißt du, ich kann mir vorstellen, weil du so gute Kontakte zu den Agenturen hast, dass du irgendwann mal ein Video machst und da wirst du dann sagen, ja Mensch, Leute, lasst euch doch impfen, es dient doch dem Schutz von uns allen. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas mal kommt. Da möchte ich einfach jetzt schon dir sagen, wenn du weißt von einem Dr. Huber in irgendeiner internationalen Organisation, ich nenne jetzt gar keine Namen, keine realen, dass ein Dr. Huber in Indien 493.000 junge Menschen, Jugendliche, durch einen Impfstoff zu Invaliden gespritzt hat. Wenn du weißt, dass in Kenia 100.000 junge Frauen und Mädchen unfreiwillig durch einen sogenannten Impfstoff sterilisiert worden sind, kannst du dir vorstellen, was das für allein nur diese beiden Menschengruppen, die ja eine richtige Größenordnung darstellen. Was das für die bedeutet, für ihr Glück, für das, was sie mit Glück verbinden in ihrem Leben. Und es gab mal in Deutschland einen Arzt, vielleicht fällt er dir ein, der hat Versuche an Menschen gemacht. Und dieser Arzt, der ist nicht gestoppt worden. Der hat damit einfach weitergemacht, solange er die Möglichkeit dazu hatte. Weißt du, Björn, ich hoffe einfach, dass ich dich in deinem Herzen erreichen kann. Dass du mit uns zusammen, die wir jetzt auch hier versammelt sind, auch mit deinen Freunden, dass du dich dafür einsetzt, dass sowas nicht passieren kann in der Welt. Ich bitte dich jetzt, und ich finde das ganz großartig, dass alle, die jetzt hier zuhören, noch überhaupt nie geklatscht haben, bitte sie auch weiter nicht zu klatschen, bis ich diese kurze Ansprache an dich, Björn, beendet habe. Weil es mir einfach jetzt um dich und um mich geht, weil ich glaube, wir beide können Brückenbauer sein. Denn wenn du in deiner Community dieses Video verbreiten solltest, was glaubst du, was da zwischen den Menschen jetzt passieren kann? Da kann wirklich wieder was zusammenwachsen. Björn, ich habe noch so viel am Zettel, aber es ist jetzt einfach gut, dass wir miteinander auf diese Weise in Kontakt gekommen sind. Und ich freue mich jetzt schon, dich einmal in meine Arme zu schließen. Ich glaube, da werden wir einfach die Abstandsregel für diesen Augenblick unterbrechen. Und ich bitte dich jetzt schon,
Bleib so, wie du bist, denn ich habe das Gefühl, du hast das Herz auf dem rechten Fleck. Schön, dass du da bist.